sitzen wie du in der Welt und alles, was wir sehen, ist durch die Mühlen der Ebenen und die Stunde der Berge stehen wir. Schweißbedeckt und von der Sonne verbrannt. Blicken über Hügel und Wälder und alles, was wir sehen, ist erschlossenes Land. Erschlossenes Land. Nach vielen Jahren im Labor an seiner Bank und der Neurobiologe die Kulturen aus dem Schrank und er sieht im Mikroskop die Strukturen, die er fand, physiologisch und logisch und längst. Erschlossenes Land. Erschlossenes Land. Die Erde ist eine Scheibe bis zu ihrem Rand. Erschlossenes Land. Die Kampagne gegen Zwangsumzüge betreibt seit über 5 Jahren ein Notruftelefon, was Berlin kostenfrei geschaltet ist, jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr. Und das heißt, wir hören uns seit über 5 Jahren an, wer alles erwischt wird von den Jobcentern, die auffordern, die Kosten der Unterkunft zu senken. Diese Aufforderung und die AV Wohnen sind seit letzten Herbst gesetzeswidrig. Trotzdem hören die Jobcenter nicht auf. Derzeit herrscht Richterrecht. Wenn jemand von euch davon betroffen ist und vor kurzem eine Aufforderung zur Senkung der Kosten der Unterkunft von seinem Jobcenter bekommen hat, oder auch von seinem Sozialamt, geht ja sowohl um SGB II wie um SGB XII, der bewege sich umgehend Richtung Invalidenstraße 52, direkt hinterm Hauptbahnhof. Dort ist das Sozialgericht und dort bittet er um eine einstweilige Anordnung, dass das Jobcenter diesen Blödsinn bitte unterlassen würde. Blödsinn ist vielleicht das falsche Wort und viel zu schwach. Es geht um existenzielle Bedrohung des Seins und es geht um eine Menschenrechtsverletzung. In der Erklärung der Menschenrechte ist das Recht auf Wohnen gewährleistet und es wird seit Jahren permanent verletzt durch diese vielen Aufforderungen. Letztes Jahr sind allein über 80.000 solche Aufforderungen durch die Jobcenter ergangen. Wir sind zurzeit im rechtsfreien Raum, das muss man sich überlegen und der Senat hat, außer dass er heute den Mietspiegel vorgestellt hat und wie auch richtig gesagt wurde, der nur Oberflächlichkeiten abbildet, aber nicht die wahre Situation abbildet, wird er nichts unternehmen vor der Wahl. Und bis er sich dann wieder neu orientiert und gegründet hat, das bedeutet, die Verharzten bleiben im rechtsfreien Raum bis Ende des Jahres, wenn wir Glück haben. Ich meine, das ist ein unhaltbarer Zustand und das meine nicht nur ich. Wir haben im April ein Moratorium angeregt, zusammen mit dem Mieterverein und mit dem Berliner Arbeitslosenverband, dass die Jobcenter aufhören, solange rechtsfreier Raum ist, überhaupt Leute aufzufordern, die Kosten der Unterkunft zu senken. Denn viele von denen, und da haben wir auch eine Erhebung gemacht, nehmen das fehlende Geld aus dem Regelsatz und der ist ja eh schon zu niedrig. Ich kann nur mir wünschen, holen wir uns die Stadt zurück, lassen wir uns nicht vertreiben und keine Heuschrecken und keine Spekulanten. Vor der großen Premiere eines jungen Stars wird heftig diskutiert und in Fülle kommt zum Bars. Kritiker und Publikum warten gespannt und betreten. Erschlossenes Land. Erschlossenes Land. Die Erde ist eine Scheibe bis zu ihrem Rand. Erschlossenes Land. Fluss steht einen Meter überm Ufer und es regnet immer weiter und die Deiche weichen auf. Das Wasser schwappt durch Fenster auf Balkonen und es klettert auf den Straßen bis zum höchsten Platz der Stadt hier.